Also ich bin Veli Kaulak, ich bin Profifußballer bei Rapid. Jetzt, wie fühlt man sich als Rapidler, wenn man Violett trägt? Ja, also komisch natürlich, aber das ist nicht das Ausschlaggebende heute. Es geht hier um die Kinder. Wir sind dahergekommen, ja, und wollten uns mal das anhören und alles, ja, und sind halt sichtlich geschockt und ja, wir werden halt alles tun, dass wir diesen Familien da helfen können. Jetzt, dass so Zustände in Österreich sozusagen gesetzlich gedeckt existieren können, wie fühlt man sich da eigentlich als Österreicher? Also, ja, ich bin wirklich geschockt gewesen. Also, es ist für mich unmöglich und unglaublich, dass es sowas gibt. Also, ich höre das erste Mal. Und ja, also ich bin wirklich sehr, sehr geschockt, dass es sowas gibt. Und ich finde es unglaublich, dass es da nichts gibt, dass man da also keinen Kompromiss oder sowas findet. Im Fußball spricht man immer davon, dass sozusagen Fußball völkerverbindend, grenzenüberwindend ist. Mhm. Und im eigenen Land stoßt man auf solche Grenzen. Ist das nicht arg? Ja, es ist natürlich sehr, sehr arg. Wie gesagt, also ich kann es nur immer wieder betonen. Ich habe es nicht gewusst, dass solche Zustände da herrschen, und ich höre das erste Mal jetzt, und ja, ich finde es einfach unglaublich. Werden Sie das auch weiter erzählen? Ja, also das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei, wenn man daherkommt und solche Geschichten hört. Und ja, also ich werde das sicher teilen. Okay, danke für das. Bitte.